Sehr verehrte Frau Präsidentin, sehr verehrte Kolleginnen, sehr geehrte Kollegen, ich habe an sich gehofft, dass diese letzte Debatte vor der Weihnachtspause in einer vorweihnachtlichen, ruhigen, sachlichen, unaufgeregten Form abläuft. Diese Hoffnung hat sich leider nicht eingestellt. Wenn man sich, meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, so die Reden der Opposition und leider auch der SPD so zu Gemüte geführt hat und die Vorwürfe, die uns als CDU/CSU gemacht wurden, und objektiver Beobachter und Betrachter der Debatte ist, ich glaube, da ist man baff, was erstaunt. Da kamen die Vorwürfe Hetze, Populismus, Ideologie, Rassismus, Türkenfeindlichkeit. Kein Vorwurf war Ihnen so billig, den Sie uns gemacht haben. Und ich sage Ihnen eines ganz deutlich, weil Sie uns, weil Sie der CDU und CSU jetzt mehrmals den Vorwurf gemacht haben, wir würden mit der Debatte zur Spaltung der Nation beitragen, zur Spaltung unseres Volkes beitragen. Das Gegenteil ist der Fall. Sie mit Ihrer Rhetorik, Sie mit Ihren unerhörten Vorwürfen, Sie tragen zur Spaltung, Sie tragen zur Polarisierung unserer Gesellschaft bei. Ein verständiger, neutraler Betrachter, Beobachter dieser Situation, dieser Debatte muss doch den Eindruck haben, dass Sie vollkommen an der Realität in unserem Land vorbeidiskutieren. Und ich möchte auch eines klarstellen, Frau Kollegin Künast, weil Ihr Kollege Mutlu behauptet hat, mein Kollege Habert hätte Ihnen ein falsches Zitat in den Mund gelegt. Sie wissen, ich habe Ihnen sehr stark auch zur Spinnen zur Seite gesprungen und habe auch viel Verständnis für Ihren Unmut, was die jüngste Fake News anbelangt, das Ihnen zuteil wurde. Aber insoweit hat mein Kollege Habert vollkommen recht. Sie haben dieses Zitat bezüglich der Vorgehensweise von Polizisten in Moscheen getätigt in einer Sendung von Maischberger am Dienstag, den 6. Oktober 2015. Nur um dies richtig zu stellen, meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen. Meine Damen und Herren, ich möchte noch einmal deutlich machen, ich habe Sympathie für den Parteitagsbeschluss der CDU, was die Rückkehr zur früheren Rechtslage anbelangt, und möchte auch noch einmal deutlich machen, warum regen Sie sich von den Grünen und von der SPD eigentlich so auf, wenn die CDU oder auch die CSU hat diese Beschlusslage, die Rückkehr zur früheren Rechtslage fordert. Sie haben genau diese Rechtslage 1999 herbeigeführt. Also Sie treten für etwas ein oder gegen etwas ein, für was Sie selbst 1999 waren. Meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, wir haben in dieser Legislaturperiode das Staatsangehörigkeitsrecht verändert. Wir haben die Optionspflicht nicht abgeschafft, wir haben sie eingeschränkt. Ich möchte auch keinen Hehl daraus machen. Das war nicht unser Wunsch, das war der Wunsch unseres Koalitionspartners. Wir haben uns insoweit auch koalitionsvertragstreu verhalten. Wir haben die Optionspflicht unter bestimmten Voraussetzungen eingeschränkt, nämlich wenn es klare Indizien dafür gibt, dass derjenige, der die doppelte Staatsbürgerschaft behalten darf, auch in die deutsche Gesellschaft integriert ist. Wenn er entweder bis zum 18. Lebensjahr mindestens 8 Jahre in Deutschland gelebt hat, 6 Jahre zur Schule gegangen ist, einen erfolgreichen Schulabschluss gemacht hat oder einen erfolgreichen Berufsschulabschluss gemacht hat. Das sind klare Indizien. Ich bin auch der Überzeugung, es wäre jetzt falsch, in gesetzgeberischen Aktionismus zu verfallen und in dieser laufenden Legislaturperiode nochmal Hand anzulegen an das Staatsangehörigkeitsrecht. Ich möchte aber schon auch deutlich zu bedenken geben und auch in Frage stellen, ob wir vielleicht nicht vorschnell gehandelt haben. Gerade wenn man sich die Entwicklungen der letzten Wochen und Monate vor Augen führt. Den Putschversuch in der Türkei am 15. Juli dieses Jahres. In der Folge die innerstaatlichen Konflikte in der Türkei, die auch klare Auswirkungen in Deutschland haben. Wir hatten auch in Deutschland Demonstrationen von türkischen Staatsangehörigen und von deutschen Staatsangehörigen türkischer Herkunft. Für Erdogan, gegen Erdogan. Also wir haben doch klar gesehen, dass diese Vorkommnisse in der Türkei, auch die bilateralen Spannungen zwischen der Türkei und Deutschland, nicht ohne Auswirkung geblieben sind und nicht ohne Auswirkung bleiben auf unser Land. Und deswegen ist doch die Frage vollkommen berechtigt, wem gilt die Loyalität eines türkischen Staatsangehörigen oder eines deutschen Staatsangehörigen türkischer Herkunft, wenn er in Deutschland demonstriert? Die Frage ist doch berechtigt, gehört die Loyalität dem Volk, das Bundeskanzlerin Angela Merkel hat, oder dem Volk, das Präsident Erdogan zum Präsidenten hat? Das ist doch eine berechtigte Frage, Herr Kollege Lüschka. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir sind klar der Auffassung, es muss beim Grundsatz bleiben, dass man nur eine Staatsangehörigkeit hat, und die Mehrstaatlichkeit muss die Ausnahme bleiben. Und es ist ein Irrglaube, meine Kolleginnen und Kollegen von der Opposition und von der SPD,
zu denken, dass man Integration über einen Ausweis erreicht. Man erreicht Integration durch tatsächliche Maßnahmen. Und eines möchte ich Ihnen auch noch mal zum Abschluss deutlich auch ins Stammbuch schreiben. Erst seitdem Bundeskanzlerin Angela Merkel im Bundeskanzleramt sitzt, ist Integration wirklich oben angekommen auf der politischen Agenda der Bundesebene. Sie haben immer nur geschwätzt, Sie haben immer nur geredet, aber Sie haben tatsächlich für Integration nichts getan. Und deswegen möchte ich auch wieder zu meiner Hoffnung zurückkehren, dass wir diese weitere Debatte in der erforderlichen Sachlichkeit und auch in der erforderlichen Ruhe auch führen können. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich bin der festen Überzeugung, dass es richtig ist, jetzt in der verbleibenden Legislaturperiode das Staatsangehörigkeitsrecht so zu belassen, wie es ist. Aber dann im Wahlkampf gilt es mit Sicherheit auch sehr intensiv über das gesellschaftspolitisch wichtige Thema mit unseren Wählerinnen und Wählern intensiv zu diskutieren. Und das werden die CDU und die CSU machen. Das Wort hat der Kollege Helmut Brandt für die CDU-CSU-Fraktion.